man ist ja dann in Hoheneck erstmal im Zugang. Da muss man seine Sachen mit Namen besticken. Und dann wird man in ein Kommando eingeteilt. Und ich war im Lumpenkommando, das hieß oben in der Zentralwerkstatt. Wir mussten zum Beispiel nähen an einer Industrie, uralten Industrienähmaschine, die tierisch schnell rattert. Ich hatte noch nie genäht. Da bin ich sehr ungeschickt gewesen. Das kann ich bis heute nicht. War auch nicht mein Interessengebiet. Und da mussten wir zum Beispiel Hemden nähen für Strafgefangene, hinten mit gelben Streifen drin, weil die politischen Strafgefangenen waren durch einen gelben Streifen gekennzeichnet, damit das Wachpersonal auch sofort weiß, das sind Mörder und das sind politisch Inhaftierte. Zum größten Teil bekamen wir Armeekleidung in diesem Kommando, völlig versifft und teilweise auch verkackt, ganz dreckig und stinkend. Und dann mussten wir die auseinander trennen, die Ärmel ab, die Beine ab, und die Knöpfe ab und das war total ekelhaft. Deshalb auch Lumpenkommando nannte man das. Also da kamen immer die rein, ich weiß nicht, ob sie da ein System hatten. Ich glaube, sie hatten da ein System für dieses Kommando.